Rechts des Chores befand sich die sogenannte Zwölfbotenkapelle. Der Name rührt von den 12 Aposteln her, zu deren Ehren einst ein Altar in der Kapelle stand. Die Zwölfbotenkapelle wird heute als Raum der Stille genutzt. Wir bitten Sie deshalb, diesen Ort nur für das Gebet oder zur Besinnung aufzusuchen. Die Kapelle erfuhr schon bald nach dem Bau eine Verkleinerung durch den Einzug einer Sakristei im oberen Teil. Früher befanden sich in der Kapelle die Gräber der drei Stadtheiligen Felix, Regula und Exuperantius. Damit auch Laien Zugang zu den Gräbern hatten, war die Kapelle zum Seitenschiff hin offen. Vor den Gräbern stand der Felix- und Regula-Altar, dahinter ein sogenanntes Heiliges Grab, eine Rekonstruktion des Grabes von Jesus Christus. Die 12 Apostel, der Gottessohn und die Stadtheiligen, eine solche Dichte an wichtigen Kultstätten gab es an keinem anderen Ort in Zürich. Dem das Martyrium der beiden Stadtheiligen zu sehen war. Für Aufsehen sorgte das Gemälde des Nelkenmeisters Hans Leu des Eltern, allerdings nicht wegen der Szene im Vordergrund, sondern vielmehr wegen des Hintergrunds. Erstmals konnten die Gläubigen ihre Stadt auf einem Gemälde derart genau erkennen. Das Gemälde überlebte deshalb auch die Reformation. Die Heiligen aber mussten übermalt werden. Wir sehen das Großmünster, wie es um 1500 aussah. Die Wasserkirche machte damals ihrem Namen noch alle Ehre. Die Limmat floss auf beiden Seiten am Gotteshaus vorbei. Die Vorbereitung zur Hinrichtung ist auf den Tafeln mit der Stadtdarstellung der linken Limmatseite dargestellt. Hier sind die Heiligen wieder sichtbar, weil sie anlässlich von Restaurierungsarbeiten im 20. Jahrhundert freigelegt wurden. Zu Felix und Regula ist ein weiterer Heiliger hinzugekommen, Exuperantius. Der Diener von Felix und Regula kam anfänglich in der Legende nicht vor. Erst mit dem Wichtigwerden der Zürcher Bürgerschaft fand auch er Eingang in die Legende. Noch heute zieren alle drei Märtyrer das Siegel des Kantons Zürich. Die Gräber von Felix und Regula wurden während der Reformation aufgehoben. Später wurde an der Stelle ein Treppenhaus eingebaut, so dass der Zugang nun versperrt ist.